Ja, ganz herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Ob das interessant wird, mögen Sie nachher beurteilen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich freue mich auch sehr über die Initiative Plurale Ökonomik, weil glaube ich, eine ähnliche Erfahrung wie Sie, wir hatten im Vorgespräch ja schon ein bisschen uns ausgetauscht, in meinem Studium gemacht habe, wo es doch auch ein relativ homogenes Lehrgebäude gab und ich mich an ein konstantes Unbehagen erinnern konnte, was auch ein bisschen durch diese unterschiedliche Studienperspektive Politikwissenschaft und Ökonomie geprägt war, weil in der Politikwissenschaft man ja doch irgendwie andere Zugangsweisen hat, andere Fragestellungen hat und auch so ein bisschen nicht sicherlich so ein kohärentes Theoriegebäude hat. Und ich dann sehr froh war, als ich, das war Ende der 80er, in der Bibliothek ein kleines Journal fand, was hieß Ecological Economics. Und dann dachte ich, Mensch, das ist spannend und seitdem verfolgt mich das und ist so ein bisschen, ja, das Feld der Wahl und des Herzens geworden. Und ich will heute einen Einstieg geben, so ein bisschen Grundansätze aus der ökologischen Ökonomik vermitteln. Ich will aber vorneweg schicken, dass die ökologische Ökonomik nicht angetreten ist, ein ähnlich homogenes Theoriegebäude zu entwickeln, wie es in der neoklassischen Ökonomik der Fall ist, sondern in sich eigentlich auch eine relativ große Pluralität wünscht oder entwickelt hat und auch pflegt. Und das finde ich eigentlich auch ein wichtiges wissenschaftliches Weiterentwicklungskriterium, denn in dieser Pluralität kann auch, also von Konzepten, von auch Zugängen und Denkweisen, können sich eben auch viele Reibungspunkte oder interessante Diskussionen ergeben, wie an der Frage Gemeinwohl versus Postwachstumsökonomie. Gut, das soll aber reichen für die Vorrede. Ich will kurz erläutern, ich will einsteigen mit einer Frage, was ist ökologische Ökonomik? Ein paar Definitionen. Und dann einen kleinen Schlenker in die Wissenschaftstheorie machen. Wir werden gleich, geht nicht tief, aber ein bisschen ist das, glaube ich, wichtig, um so ein bisschen den Denkansatz zu verstehen, den viele ökologische Ökonomen anlegen. Und dann will ich auf ein paar Kernideen und Kernkonzepte der ökologischen Ökonomie eingehen. Das Skalenproblem, Irreversibilität, Ökosystemdienstleistungen und ein bisschen noch was zur Wachstumsdebatte. Also, was ist Ecological Economics oder ökologische Ökonomik? Es gab eine Definition, man kann es fast als die Geburtsstunde der ökologischen Ökonomik bezeichnen. In den frühen 90er oder späten 80er Jahren entstand das Journal. Das erste Ausgabe war, glaube ich, 88, 89. Und dann gab es eben ein großes Buch von Bob Costanza, was eben Ecological Economics hieß. Und das hatte auch diesen Untertitel, den wir hier The Science of Sustainable Development haben. Und in dem Buch hat er definiert, dass Ecological Economics das transdisziplinäre Forschungsfeld ist. Wobei damals, muss man auch dazu sagen, der Diskurs zur Transdisziplinarität sicherlich nicht so weit entwickelt war, wie er heute ist, der sehr stark auf die Überwindung von den Grenzen der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft geht und in Richtung Einbindung von gesellschaftlichen Akteuren fokussiert, sondern in dem Fall ging es stärker um die das Überschreiten der disziplinären Grenzen und der Integration der verschiedenen Wissenshintergründe aus den verschiedenen Disziplinen, vor allen Dingen eben aus der Ökologie und der Ökonomie. Denn es geht hier um dieses Verhältnis zwischen Ecosystems, Ökosystemen und ökonomischen Systemen. Und das Ganze hat eine Zielrichtung und das ist eben auch die leitende, vielleicht motivierende Fragestellung, wie kann eigentlich eine nachhaltige Zukunft aussehen, die diese beiden Systeme langfristig in ein auskömmliches Verhältnis, will ich es mal nennen, bringen kann. Das war am Anfang. Vieles von dem hat sich auch erhalten. Wichtig und denke ich für viele ökologische Ökonomen ist das die Kernidee, wir müssen das Wechselverhältnis zwischen ökonomisch und
gesellschaftlichen System und den ökologischen besser verstehen. Aber die ökologischen Ökonomen oder einige von ihnen sind erstmal gestartet, nicht mit dem Ansatz, oh, jetzt müssen wir alles Wissen zusammenbringen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, was wir in den Disziplinen haben, sondern haben erst nochmal grundlegend überlegt, wie geht man eigentlich an so ein wissenschaftliches Feld ran. Und da haben sie sich auf Schumpeter bezogen oder zurückbezogen. Josef Schumpeter ist vielleicht letzte Mal gefallen bei der evolutionären Ökonomik, ja auch ein wichtiger Denker des 20. Jahrhunderts, der sehr stark ja eine historische, evolutionäre Perspektive in der Ökonomik stark gemacht hat, aber eben auch in diesem Buch History of Economic Analysis einen Gedanken entwickelt hat, der wegweisend eben war für ökologische Ökonomen, die sagten, oder wo er sagte, dass am Anfang jeder wissenschaftlichen Tätigkeit eigentlich sowas wie eine präanalytische Vision ist. Also er nennt es hier ein pre-analytic cognitive act, der die Grundlage für die weiteren analytischen Arbeiten der Wissenschaftler darstellt. Und er sagt, das ist eigentlich sowas wie eine Vision, weil das nicht irgendwie fest auf Daten gründbar ist, denn schon jede Datensammlung ist eine, die sich in der Theorie oder zumindest im grundlegenden konzeptionellen Rahmen verorten muss. Und das was Schumpeter eben hier deutlich macht, ist, dass diese Vision eigentlich immer vorwegsteht und dann erst so die Grundlage für die Datensammlung und die eigentliche wissenschaftliche analytische Arbeit darstellt. Gut, das war der Ausgangspunkt oder der wissenschaftstheoretische Startpunkt, wo die ökologischen Ökonomen sagten, was ist eigentlich unsere präanalytische Vision, mit der wir an diese Systeme Ökonomie und Ökologie rangehen wollen. Und in Klammern, es war auch natürlich ein Verweis auf die Neoklassik, die auch mit bestimmten Setzungen und Vorstellungen vom ökonomischen System in die Analyse startet. Und das ist ja auch meistens sehr explizit gemacht durch die Annahmen oder Axiome, die vielen Modellen zugrunde liegen. So, jetzt vielleicht im Kurzüberblick die wichtigsten präanalytischen Visionen oder präanalytic Visions der ökologischen Ökonomik, und ich will die dann im Detail ein bisschen ausführen. Die erste sagt, die Erde ist ein materiell geschlossenes System, erstmal nicht besonders revolutionär, bis auf ein paar Meteoriten ist der Austausch mit dem Weltraum ja relativ übersichtlich. Die Satelliten lassen wir mal vor. Und das Zweite, und das ist ein Kernsatz für die ökologische Ökonomie, ist, dass die Wirtschaft als ein Subsystem des globalen Ökosystems angesehen wird und kann in diesem Subsystem deshalb auch nicht die Grenzen des ökologischen Systems überschreiten und deshalb nicht unbegrenzt wachsen. Dann gibt es einige Aussagen zur Nachhaltigkeit. Nachte Costanza sieht das als the science of sustainable development, wo ökologische Ökonomen sich stärker auf eine Vorstellung von Nachhaltigkeit hin orientieren, die eine hohe Lebensqualität sieht und aber die Grenzen der Belastbarkeit der Ökosysteme immer im Vordergrund sieht und nicht sozusagen das Anthropozentrische im primär setzt oder als absolut setzt. Das vierte hier, da komme ich dann gleich auch noch drauf, komplexe Systeme wie die Erde, das ökologische System, das Erdsystem und aber auch sozioökonomische Systeme sind mit hoher Unsicherheit behaftet und viele von diesen Prozessen sind nicht nur historisch und deshalb nicht zurückholbar, sondern auch mit solchen Irreversibilitäten verbunden, die einfach eine faktische Unwiederholbarkeit beinhalten. Und deshalb erfordert das einen grundlegend präventiven Ansatz, also einen vorsichtigen Umgang mit den ökologischen Systemen. Gut,
das passt nicht mehr ganz drauf, sorry. Die Governance-Prozesse, also die politischen Schlussfolgerungen, das ist ja immer die Frage, was kann eigentlich dann für die Gestaltung von Ökosystemen und ökonomischen Systemen abgeleitet werden, sagen die ökologischen Ökonomen, sollte flexibel, praktikabel, fehlerfreundlich sein, um diese Irreversibilität aufzunehmen, auf Fairness ausgerichtet sein und eben diese ökologischen Begrenzungen in den Blick nehmen. Da kommen wir aber gleich vielleicht auch in der Diskussion noch verschärft drauf. So, jetzt zu den paar Punkten, die ich eben jetzt schlaglichtartig ausgeführt habe, nämlich zu der Frage, wie verhalten sich eigentlich diese Systeme zueinander oder was ist die grundlegende Vision von diesem Verhältnis? Ich will Ihnen eine kurze Anekdote erzählen, die Herman Daly, einer der Väter eben aus den 80er, 90er Jahren der ökologischen Ökonomie erzählt hat, und die dieses linke Bild etwas verdeutlichen sollen. Herman Daly war Ökonom oder war einer der, ja, es sind ja fast 10.000 Ökonomen, die bei der Weltbank arbeiten. Er war einer der wenigen nicht Mainstream, neoklassisch geprägten Ökonomen dort. Und das hat die Weltbank aber auch relativ systematisch immer solche Querdenker auch in den Reihen gehabt und geholt. Und er hat dann eine Studie, die grundlegend sich um Ökonomie und Umweltfragen beschäftigte, auf den Tisch bekommen, die ungefähr dieses Bild, also es tut mir leid, ist leider, also das ist nicht gewollt, dass es so grau aussieht, aber es soll ein bisschen eine Black Box sein und so ähnlich war diese Abbildung in diesem Papier der Weltbank auch. Da waren das ökonomische System und das ökologische System nebeneinander gestellt und dann waren Austauschbeziehungen dazu dargestellt. Hier ist das Ökosystem in das gesamte ökonomische System, das ist das Graue, hier hineingerutscht. Und das ist so ein bisschen die vereinfachte Darstellung hier, dass die Extraktion, also von natürlichen Ressourcen in das ökonomische System oder und die Rückgabe von Abfall oder vor allem Emissionen ja hier zu betrachten ist, um halt dieses Austauschverhältnis besser zu verstehen. Herman Daly hatte das nebeneinander bei sich in der Abbildung und sagte, das ist eine falsche Abbildung. Man müsse das vielmehr so sehen, man müsse die Wirtschaft als ein Subsystem der, hier heißt es Environment oder des globalen Ökosystems sehen und vielleicht, wenn wir das Energie, also die Sonne mit reinnehmen, des gesamtnatürlichen Systems mit dem Universum, als ein Subsystem und also als ein sozusagen eingebettetes System. Und hat es dann wiedergegeben, den Autoren, die haben die Abbildung dann eigentlich unverändert da drin gelassen. Er hat das wieder kommentiert, dass das falsch sei und es müsste eigentlich da hineingebaut werden. Und in der dritten Version, die dann letztendlich auch rausging aus dem Haus, fehlte die Abbildung ganz, weil man sich nicht einigen konnte. Aber es zeigt ein bisschen die Schwierigkeit von der neoklassisch geprägten Ökonomik mit so einer eingebetteten Sichtweise, weil die eine Reihe von Implikationen hat. Darauf kommen wir vielleicht jetzt. Herman Daly hat diese Idee geprägt, dass vieles unserer Wirtschaften und auch das Denken unseres Wirtschaftens entstanden ist in einer sogenannten Situation der Empty World, also der leeren Welt oder mehr oder weniger leeren Welt. Das ist diese linke Darstellung hier, die nämlich, also hier finden Sie schon diese eingebettete Darstellungsweise, die aber verdeutlicht, dass das Gesamtsystem Wirtschaft in seiner Größe, sagen wir jetzt in Bezug auf den materiellen Durchsatz, Energieverbrauch, nicht an die Grenzen des gesamten ökologischen Systems stößt. Es gibt genügend Ressourcen oder vielleicht auch einige, die ersetzt werden können, wenn man von Kohle auf Öl gehen kann zum Beispiel, sodass es eigentlich erstmal kein Problem gibt. Und gerade wenn man dann noch Recycling, also Material wiederverwendet, kann das eigentlich mittelfristig lang aufrechterhalten werden. Aber
Und da passt eigentlich auch eine Darstellung oder ein Denkansatz der Umweltökonomie stärker hinein, die die Systeme vielleicht nebeneinander sieht, wo wir uns um die Gesamtbegrenzung erstmal keine Gedanken machen müssen. Aber er sagt, und da kommen gleich noch ein paar Belege oder Begründungen dafür, dass wir in einer mehr und mehr vollen Welt leben, also der Full World, die hier an die Grenzen des globalen Ökosystems stößt und die damit nicht weiter wachsen kann, zumindest im materiellen oder auch in der Energienutzung nicht, die dadurch dann vermutlich auch Probleme intern bekommt, wenn es ein System ist, was auf Wachstum hin ausgerichtet ist. Und dass diese Idee, und das war damals sehr stark erstmal Teil dieser Vision, aber in dieser Perspektive muss man sich eben viel stärker mit diesen Begrenzungen auseinandersetzen als in der Situation der Empty World. Was ich Sie bitten würde, wenn es Fragen gibt oder Unverständnis oder so, bitte zwischendrin. Also das können wir, denke ich, klären. Und wenn es zu ausführlich wird, dann können wir das am Ende noch verschieben. Aber gerne auch zwischendrin, dass nicht lange ein Fragezeichen auf Ihrem Köpfen oder bleibt. Ich will zwei Belege für diese These von der Full World bringen. Das eine ist eine Studie, die Sie vielleicht oder Studien in dieser Tradition kennen, der ökologische Fußabdruck. Matthias Wackernagel, ein Kollege auch aus dem Umkreis der ökologischen Ökonomik, hat einen Ansatz entwickelt, wie er die gesamte Nutzung der ökologischen Systeme auf Flächengrößen runterrechnen kann. Das kann man natürlich im Detail immer diskutieren und kritisieren, aber die Kernidee dabei ist, dass es eine Notwendigkeit gibt, natürlich einen Vergleichsmaß zu haben, weil wir ja sehr unterschiedlich, wir haben Energiegrößen, wir haben Gewichtsgrößen, wir haben Volumengrößen und wir haben natürlich auch Qualitäten unterschiedlicher Art, giftig, weniger giftig, die schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Und er hat das hier versucht, auf die Fläche zu beziehen. Und den Verbrauch von Fläche für verschiedene Nutzungsformen zu zeigen. Und hier sehen Sie so ein bisschen die Form der Nutzung von Fläche, die aber eigentlich nur ein Substitut oder ein Index ist für, was er hier nennt, Biocapacity, also die gesamte Kapazität der Ökosphäre, runtergerechnet auf Flächengrößen. Und das hier sind die einfachen Landesgrößen, also klassischen Quadratmeter oder Kilometer, das Land, Wälder, Fisch, na, da müssen wir noch ein bisschen überlegen, aber Weideland und das landwirtschaftliche Fläche. Und hier kommt ein Punkt, der eine stärkere Umrechnung erfordert, nämlich der Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck, der entsteht durch die starke Nutzung von fossilen Energieträgern, aber auch zum Beispiel für die Regenerierung oder für die Sequestrierung sogar von CO2 Land. Auf Landgrößen wieder oder auf Flächengrößen wieder runterrechenbar ist oder sein kann. Das ist natürlich diskutabel von der methodischen Seite her. Aber Sie sehen hier, und er rechnet in der Zahl der Erden, also der Fläche, vor allem der Landfläche auf der Erde, die zur Verfügung steht. Und Sie sehen, dass schon im Jahr nach dieser Berechnung 1975 ungefähr wir an die Grenzen der Bio- oder der Leistungsfähigkeit der ökologischen Systeme, also der Biocapacity, gekommen sind und jetzt die Erde übernutzen und eigentlich damit
Schäden anrichten, die zukünftige Generationen nicht mehr nutzen können. Und also er hat das sehr breit ausgeweitet. Sie können es auch auf den Webseiten sich angucken. Ecological Footprint, können Sie auch Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen. Es gibt jedes Jahr den Global Overshoot Day, also den Tag, wo im Jahr dann eigentlich diese Grenze der einen Erde erreicht ist, also der Leistungsfähigkeit der Erde. Und der rückt eigentlich immer weiter vor. Ich glaube, das ist August, Juni, Juli war das jetzt in diesem Jahr oder ist. Aber Sie sehen hier so ein bisschen den Versuch, das bildlich zu machen und abzubilden. Ja. Das scheint ja im Wesentlichen jetzt am CO2 zu liegen, aber das scheint mir nicht ganz. Fishing Ground wird größer, das heißt, es wird mehr gefischt, es wird mehr genutzt, das ist schon so. Fisch ist natürlich auch eine schwierig auf Land- oder Flächengrößen runterzurechenbare Größe. Da könnte man in Kilogramm oder ähnliches das besser machen oder die Zahl der verfügbaren Fische, die natürlich nie wirklich absolut berechenbar ist. Sie haben recht, dass natürlich der Großteil dieses Overshoots durch die Nutzung fossiler Energieträger bedingt ist, die aber natürlich auch sehr viel Schaden anrichten. Wenn man den Klimaschäden auch auf Flächen in Anspruchnahme runtersetzt, kann man ja sagen, dass die landwirtschaftliche Fläche verloren geht, viele andere auch, Produktivität geht verloren und ähnliches. Wenn man die Verfügbarkeit von Kohlenstoff auch mit reinzieht als eine Landesgröße, viele der anderen Ideen, also wenn es um Ressourcenextraktion geht, geht es auch natürlich eine Land-, also eine Flächenanspruchnahme, die da dahinter ist. Und erst recht, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, wenn man das historisch betrachtet, dass natürlich eigentlich historische Wälder und ähnliches sind, die, also prähistorisch, die in das Öl reingehen. Gut, aber es ist halt, ich würde gar nicht jede methodische Details, die ich auch nicht wirklich gut verteidigen könnte, nochmal diskutieren. Die Idee war hier, dass wir als Welt, und das, es gibt es auch auf Landesebene jeweils runtergebrochen, die Welt schon nutzen und dass wir hier schon relativ stark in dieser Full-World-Dimension oder Full-World sind. Zweite Diskussion, die jetzt seit 2009 sehr intensiv geführt wird, ist die um die Planetary Boundaries, also die planetaren Grenzen oder die Grenzen des Planeten, vielleicht besser so gesagt, die einem großen Wissenschaftlerteam errechnet wurden, die halt diese Vorstellung hatten, man könnte in zentralen ökologischen Dimensionen Grenzwerte berechnen oder einen Safe Operating Space, also einen Bereich, in dem die Nutzung von ökologischen Systemen gut und einigermaßen ohne langfristige Schäden möglich ist. Das ist dieser grüne Bereich hier in der Mitte dargestellt. Sie sehen außen eine Reihe von ökologischen Problembereichen, die gerade diskutiert werden, wo wir viele Daten inzwischen vorliegen haben und die versucht wurden, hier auf so eine vereinfachte Weise zusammenzubringen. Deutlich wird, dass wir in einigen Bereichen sehr weit drüber sind, über diesem Bereich, den man vielleicht nutzen kann als Menschheit. Das ist vor allen Dingen im Bereich der Biodiversität, also des Artenverlustes. Das sehen Sie hier. Oder im Bereich des Klimawandels gar nicht so weit wie in den anderen Bereichen. Und was der Fokus dieser Studie sehr stark war, im Bereich Stickstoff. Stickstoff-Eintrag in die Ökosysteme, der vor allem durch die Landwirtschaft extrem hoch ist der uns ja in Deutschland auch viel Probleme macht mit Nitratbelastung im Grundwasser zum Beispiel.
und ja auch nicht abgebaut wird, sondern nicht verändert. Die anderen Bereiche, und das ist, war ja eine interessante Aussage hier auch, sind eigentlich fast noch im grünen Bereich. Die Versauerung der Ozeane, die Aerosolanlagerung, aber auch Phosphor sehen Sie noch relativ gut und das Ozonproblem auch als nicht im großen roten Bereich angesiedelt. Und die Studie ist jetzt nochmal erneuert worden, letztes Jahr, mit ein paar anderen Indikatoren, weil es sehr viel Diskussion darum gab. Aber die Kernidee ist auch hier, dass wir die verschiedenen Problembereiche der Erde zusammen angucken müssen. Und nicht immer nur Klima, nur Biodiversität oder zum Beispiel nur Stickstoff oder Ozon angucken müssen, sondern eigentlich, wenn wir es mit einem Gesamtsystem zu tun haben, auch in dieser Zusammenhang, das uns angucken müssen. Aber auch hier, zumindest in diesen drei Bereichen, sehr deutliche Überschreitung der Grenzen der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme in dieser Abbildung. Gut, jetzt ist das sozusagen vielleicht nachvollziehbar von dem Hintergrund der Daten. Jetzt würden aber vermutlich neoklassisch geprägte Umweltökonomen sagen, ja gut, eigentlich ist diese Begrenzung kein wirkliches Problem. Man könnte vielleicht sogar hier sagen, ja gut, wenn wir hier mit dem einen Umwelt oder dem einen Stoff ein Problem haben, gehen wir doch auf einen anderen, wo wir noch im grünen Bereich sind. Und die Technik hat das meistens immer geschafft, dass wir ganz gut von einem zum anderen übergeswitcht sind, ohne riesige Probleme oder dann an die großen Knappheiten zu kommen. Und das Paradebeispiel wäre dann zum Beispiel, dass wir vielleicht es auch schaffen, im Bereich Öl stärker auf Solar oder fossilfreie oder erneuerbare Energieträger umzuschalten. Das folgt einer Idee, die die ökologischen Ökonomen grundlegend kritisch sehen, nämlich der Idee der Substituierbarkeit. In der Standardökonomie haben wir eigentlich die Idee, dass wir Produktionsprozesse so gestalten oder verbessern können, indem wir einzelne der Inputfaktoren steigern. Klassisch in der Landwirtschaft können wir den Ertrag steigern, dadurch, dass wir zum Beispiel besseres Saatgut reinnehmen, dass wir mehr Menschen beschäftigen, die das machen, vielleicht Unkraut jäten, ähnliches, dass wir mehr Kapital reinstecken, also bessere Maschinen, dass wir mehr Dünger oder besseres Saatgut verwenden können. Und die Erfahrung zeigt, also wenn wir nicht viele Menschen haben, dann können wir das durch Technik ersetzen und können trotzdem die Erträge hochkriegen. Und das ist so ein bisschen diese Idee der Substituierbarkeit der Inputfaktoren oder der Produktionsfaktoren, sodass zum Beispiel die Knappheit von Land erstmal kein so großes Problem ist, weil wir das Land intensiver nutzen können, wenn wir Maschinen oder gute Düngemittel haben, die halt die Erträge hochbringt. Weitergedacht hat man ja dann diese Idee menschlichen Gestaltbarkeit in diesem Projekt, das hier kurz abgebildet ist, Biosphere 2. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gab ja in Arizona den Versuch, ein riesiges Glashaus zu bauen, oder das ist gebaut worden, mit dem Versuch, das globale Ökosystem auf klein dann nachzubilden und funktionsfähig zu kriegen. Also mit Niederschlägen, also Wasserkreisläufen, den Kohlenstoffkreisläufen und den Nährstoffkreisläufen in diesem Glashaus-System. Das Einzige war, dass die Sonne von außen dazu kam und Energie geliefert hat, also das nutzbar sein sollte. Da sind Millionen reingegangen. Ein bisschen ist ja die Idee gewesen, dass man das vielleicht, wenn man das schafft,
kann man sowas auf dem Mars oder woanders auch aufbauen und dann wäre sozusagen unsere Begrenzung der Erde auch nicht so ein Problem. Aber das Experiment ist relativ grandios gescheitert, also es ist nicht gelungen, diese Kreisläufe stabilisiert zu kriegen und also die verschiedenen Teilsysteme, Wasser und Wald und auch ein bisschen landwirtschaftliche Fläche, das hat nicht geklappt. Und eine Folge oder Einsicht war, dass die Komplexe, Vorgänge in den Ökosystemen einfach zu komplex sind, als dass man sie einfach nachbauen könnte in so einem System. Es gab noch viele andere Probleme damit, aber eine der großen war, dass der Sauerstoffgehalt einfach kontinuierlich runterging und dann auch für den Menschen das nicht mehr ja, lebbar war oder und das relativ schnell. Warum erzähle ich das? Die Idee ist, dass hier man auch mit technischen Möglichkeiten versuchte, die Knappheit von Natur oder natürlichen Systemen zu umgehen und zu gestalten. Und das folgt ja so ein bisschen dieser Machbarkeitsphilosophie, die Menschen und die eben auch in diesen Produktionsfunktionen ist, dass wir, wenn wir Knappheit zum Beispiel an Land haben, können wir das durch andere Faktoren hier, Technik oder Ähnliches, ersetzen. Und demgegenüber ist die ökologische Ökonomie sehr kritisch, weil sie sagt, wir können eigentlich nicht von einer wirklichen Substituierbarkeit aller Faktoren, vor allen Dingen der natürlichen Ressourcen und des menschengemachten Kapitals ausgehen und Naturkapital und künstlichem Kapital, sondern müssen in vielen Fällen eher von einer Komplementarität ausgehen. Also die klassischen Beispiele sind hier die Investition in Fischfang. Trawler, Fischfangeinrichtungen, bessere Netze und Ähnliches macht nur Sinn, wenn es genügend Fischressourcen gibt. Wenn die Fischressourcen immer besser ausgebeutet werden durch die bessere Technik und irgendwann nicht mehr verfügbar sind, hier sehen Sie noch einen einsamen Hai, in der letzten Reihe vielleicht gar nicht mehr, aber der noch dem Riesennetz da entgeht, dann macht auch das ganze künstliche Kapital gar keinen Sinn mehr, weil es keine natürlichen Ressourcen gibt. Ähnlich ein Beispiel Sägewerke. Sägewerke machen nur Sinn, wenn es Holz gibt, was dafür nutzbar ist und wenn das auch nicht mehr verfügbar ist, wie es ja an vielen Teilen der Welt auch schwierig wird, dann ist das künstliche Kapital in dem Sägewerk auch nicht mehr optimierbar, verbesserbar und kann nicht weiter Holzprodukte herstellen. Vielleicht was anderes, vielleicht kann man dann auf Marzipankartoffeln, aber auch für Marzipankartoffeln braucht man, also das ist ein Anspiel an Loriot für die das nicht kennen, braucht man natürlich natürliche Ressourcen. Und in fast allen ökonomischen Produktionsprozessen sind wir auf natürliche Ressourcen angewiesen. Und das ist so ein bisschen die Kernthese hier. Das ist keine wirkliche vollständige Ersetzbarkeit natürlicher Ressourcen durch künstliches Kapital gibt. Denn das ist immer ein Argument der Ökonomen gewesen, auch im Rahmen der Nachhaltigkeit. Gut, die sagen, gut, wenn wir ein bisschen weniger von dem natürlichen Kapital haben, dafür haben wir mehr am künstlichen Kapital. Die zukünftigen Generationen bekommen einfach viel mehr an Infrastruktur, an vielleicht auch Finanzkapital, an Maschinen, Häusern, die sie auch glücklich machen, aber das Gegenargument wie eben zu sagen, wenn es keine ökologischen Bestandteile des Kapitals gibt, ist das auch ziemlich trist oder gar nicht nutzbar. Ich will noch ein letztes Beispiel oder eine Anekdote von Herman Daly bringen, weil er Dinge immer sehr schön auf den Punkt bringt. Es gab Diskussionen zum Klimawandel in den USA, wo viele Ökonomen berechnet haben, dass die Folgen des Klimawandels eigentlich nur so 3% des Bruttoinlandsprodukts kosten würden.
oder Schäden verursachen würden in Höhe von 3% des Bruttoinlandsprodukts. Und das wäre ja sicherlich verkraftbar, weil eben 97%, das sind die wichtigen Teile, zum Beispiel der amerikanischen Wirtschaft, erhalten bleiben. Und Herman Daly hat das dann verglichen mit einem Hochhaus, das auf einem Fundament steht, und das Fundament macht auch nur 3% aus der gesamten Masse dieses Hochhauses. Wenn das Fundament aber nicht mehr da ist, steht das Hochhaus nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Idee, wenn zum Beispiel die Landwirtschaft, die eine und wichtige Funktion ja für die gesamte Wirtschaft hat, nicht mehr da ist, dann hat das auch weitergehende Auswirkungen für die gesamte Ökonomie. Und das sehen wir jetzt eigentlich auch sehr deutlich an den Diskussionen zu Peak Oil oder zu den Verknappungen des Öls, weil es ja nicht nur um den Energieträger in unmittelbarer Nutzung geht, sondern auch in den Folgeprozessen, weil viele technische Prozesse ja auf fossile Energieträger basieren oder die Nutzung davon. Und wenn wir das nicht mehr haben, haben wir natürlich ein Riesenproblem. Gut, so viel vielleicht zu dieser Idee Komplementarität statt Substituierbarkeit. Es gibt natürlich Grauzonen, aber das ist eine der zentralen Leitvisionen, dass man eigentlich gucken muss, wie muss dieses Komplementaritätsverhältnis gestaltet werden und nicht allein jetzt guckt, wie viel Trawler habe ich, wie viel kann ich mir noch kaufen, und gar nicht überlegt, wie das eigentlich sich im Verhältnis zu den zu nutzenden ökologischen Ressourcen darstellt. Im Nachhaltigkeitsdiskurs hat dieser Gedanke eine starke Widerhall gefunden. Vielleicht kennen Sie die Ideen der starken und schwachen Nachhaltigkeit, die genau auf dieser These formuliert wurden. Die Idee der schwachen Nachhaltigkeit, weak sustainability, baut eben auf dieser These der Substituierbarkeit auf. Bestandsminderung im natürlichen Kapital können durch die Mehrung von künstlichem Kapital kompensiert werden, wodurch letztendlich die Gesamtwohlfahrt, also auch über die Generationen hinweg, gleich bleibt. Da ersetzen wir ein bisschen weniger vom Naturkapital durch ein bisschen mehr an künstlichem Kapital. Und demgegenüber, und das wäre eben die Folgerung aus so einer Ersetzbarkeitsthese, die wir stärker in der Umweltökonomie oder neoklassischen Ökonomie finden, demgegenüber würde die ökologische Ökonomie, eine These der starken Nachhaltigkeit, es gibt noch ein Mittelding, der kritischen Nachhaltigkeit, aber der starken Nachhaltigkeit hat ja die Idee, dass künstliches Kapital kann keinen funktionsadäquaten Ersatz für Naturvermögen darstellen oder bilden. Und deshalb erfordert Nachhaltigkeit die Konstanz und die Erhaltung des natürlichen Kapitalstocks. Natürliche Ressourcen dürfen eigentlich nicht weiter verringert werden, zumindest nicht die nicht erneuerbaren. Die Erneuerbaren, da kommen wir gleich noch dazu. Und das hat dann auch zu Leitsätzen geführt, also gerade die Idee der starken Nachhaltigkeit, die sich bei den ökologischen Ökonomen findet, aber sich dann auch bei der Enquete-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt, die in den 90er Jahren getagt hat, Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, fangen wir an hiermit, die genau diese Ideen aufgenommen haben, vor allen Dingen mit dem Bezug auf die Ressourcenqualität, nämlich die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll ihre Regenerationsrate nicht überschreiten. Also Erneuerbare wie Wald, wachsende Stoffe, landwirtschaftliche Produkte dürfen natürlich genutzt werden oder müssen genutzt werden können, aber die Nutzung sollte die Abbaurate nicht überschreiten, damit die Substanz nicht gefährdet wird. Alte Idee auch von Karl von Karlowitz aus dem 18. Jahrhundert. Aber für die nicht erneuerbaren Ressourcen, Entschuldigung, gilt, dass sie eigentlich nicht genutzt werden dürfen. Es sei denn, und das ist so ein bisschen Kompromissformel, indem ein physisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer Ressourcen oder höherer Produktivität der erneuerbaren sowie der nicht erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird. Also hier ist ein kleines Hintertürchen offen gelassen, dass man schon nicht erneuerbare Ressourcen, und dazu gehören ja die fossilen Energieträger, nutzen kann, wenn man wenn man sie so nutzt, dass man damit langfristig erneuerbare Lösungen entwickelt.
Ja, also die Entwicklung und der Bau von Windkraftanlagen wird am Anfang notwendigerweise mit fossilen Energieträgern stattfinden müssen, bis sie sozusagen selbst dann Energie liefern können, die zum Bau weiterer Windanlagen zum Beispiel genutzt werden können, wenn es um erneuerbaren Strom geht, also Elektrizität. Es gibt noch ein paar andere qualitativ Aussagen hier bei den Managementregeln der Enquete-Kommission, die ich nur ganz kurz streifen will. Da geht es um die Stoffeinträge in die Umwelt, die sich auch an der Belastbarkeit dieser Medien orientieren sollen. Ich komme gleich noch ein bisschen dazu, um sich das ein bisschen genauer anzugucken, die Funktionen von Ökosystemen. Und hier geht es auch um die stille und empfindliche Regelungsfunktion, die nicht gefährdet werden soll. Die Schnelligkeit der Einträge, also das Zeitmaß, wie Ökosysteme gestört werden oder in sie eingegriffen wird, muss in einem ausgewogenen Verhältnis zum Reaktionsvermögen der natürlichen Prozesse stehen. Also wir kennen die Regenerationsmöglichkeiten von Flüssen zum Beispiel oder von Schilfgebieten an Flüssen, die eine gewisse Schadstoffabsorption ermöglichen. Aber wenn es zu viel wird, dann ist das nicht mehr möglich. Und im gewissen Maß, und man muss eben auch den Ökosystemen Zeit lassen, um das zu verarbeiten, ist das auch demnach möglich. Und das Letzte ist eine sehr sozialstaatliche Forderung, dass der soziale Rechtsstaat die Menschenwürde und frei entfaltende Persönlichkeit und Entfaltungschancen für heute und zukünftige Generationen gewährleisten soll. Das ist ein wichtiger Hinweis, gerade vor dem Hintergrund der anderen. Es darf nicht eine Ökodiktatur geben. Und das ist natürlich auch diese Riesenspanne zwischen Ökologie und Freiheit, die hier versucht wird, irgendwie zusammenzubringen, die aber sicherlich weiter besteht. Gut, das waren die Managementregeln, damals aufgestellt von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Inzwischen hatten wir auch neuere Enquete-Kommissionen, die sich mit Wachstumsfragen beschäftigen und Ähnlichem. Aber die relativ eng Ideen der ökologischen Ökonomie auch aufgegriffen haben, damals in den Dokumenten. So, lassen Sie mich jetzt zum zweiten größeren Themenfeld kommen, der ökologischen Ökonomie, sich deutlich abgrenzt oder eine kritische Distanz zu Annahmen aus der Standard- oder der neoklassischen Ökonomik. Nämlich das Themenfeld Irreversibilität. Also Sie sehen hier diesen Molch, der, ich weiß gar nicht, ob er noch existiert, er war auf einer roten Liste als Beispiel dienen soll, dass wir eine große Zahl von Arten haben, viele Arten, und das ist ein Kernproblem, nicht nur für die Ökologen, kennen wir noch nicht mal, bevor sie ausgestorben sind. Durch die Zerstörung von Ökosystemen gibt es diesen Artenverlust, und die Ökologen warnen ja vor einem sich beschleunigenden Artenverlust, der in der gesamten Erdzeitalter eigentlich selten größer war, maximal vielleicht zur Zeit des Aussterbens der Dinosaurier. Diese Form der Irreversibilität ist unmöglich, ökonomisch oder Systeme zu denken, gerade auch ökologische, aber vielleicht auch damit zusammenhängende ökonomische Systeme, die verschiedene Zustände einnehmen können, je nachdem, wie man das eben gestaltet. Und deshalb ist diese Irreversibilität ein zentraler Denkansatz oder zentraler Denkausgangspunkt der ökologischen Ökonomen, wo sie eine veränderte und gegenüber der neoklassischen Ökonomik dezidiert anders geartete Zeitvorstellung entwickelt haben. Nämlich die Idee der Historizität. Eigentlich ja, eine relativ einfache Annahme, dass Zeit, und das ist mit der Historizität gemeint, nicht wiederholbar ist. Das ist ja sozusagen die Einsicht. Viele Historiker waren ja immer vor dem Denkansatz, was wäre, wenn wir es zurückholten und dann anders machten. Weil eben die Geschichte ein ähnlich komplexer Prozess ist mit vielen Irreversibilitäten. Allein die
Menschen, die eben auch sterben und damit irreversibel Prozess beenden. Und das ist ein zentrales Konzept, was sich gegenüber der Idee der komparativen Statik, die wir in vielen ökonomischen Modellen haben, abgrenzt. Die komparative Statik baut eigentlich auf einem mechanistischen Modell auf, also auch einer zentralen Beherrschbarkeit ökonomischer Systeme oder dem Verständnis ökonomischer Systeme. Und in der komparativen Statik vergleichen wir mal zwei Zustände von einem System oder einem System in einem Modell. Und unterstellen implizit, dass diese beiden Zustände jeweils wiederherstellbar sind durch veränderte Steuersätze oder veränderte Bevölkerungsdynamiken oder. Die ökologischen Ökonomen sagen, wenn es diese Irreversibilitäten gibt, können wir eigentlich nicht zurück in einen Vorzustand. Wir können jetzt nicht sagen, angenommen, es gäbe diesen Molch noch, wenn er nun ausgestorben ist oder ähnliches. Deshalb ist ein anderes Verständnis, ein anderer Umgang mit Zeit, der nicht diese mechanistische oder Rückholbarkeitsvorstellung hat, angeraten. Das begründet sich auch noch durch einen anderen wichtige Wurzel der ökologischen Ökonomie, der Thermodynamik. Einer der frühen oder Vordenker der ökologischen Ökonomik und wo viele der Herman Daly zum Beispiel gelernt haben, war Nicolas Georgescu Roegen, ein aus Rumänien stammender Wissenschaftler, der im Krieg dann über Paris nach Amerika emigriert ist und dort versucht hat, die Gedanken der Thermodynamik in die Ökonomie oder auf das ökonomische System anzuwenden und der diese Kernsatz der Entropie nimmt und sagt, also es gibt da auch im ökonomischen System viele Irreversibilitäten, denn Entropie in einem geschlossenen System ist ein Maß für die Unordnung. Also wenn wir Energie nutzen, verwandelt sie sich, wird meistens Wärmeenergie, die nicht mehr rückholbar ist, gegenüber zum Beispiel sehr schön geordneter Energie in fossilen Energieträgern. Und da die Erde materiell weitgehend geschlossen ist, wird die Entropie über die Zeit zunehmen und ist dann nicht wieder zurückholbar. Also diese dissipative Energie, sie verstreut sich und ist nicht wieder zurückholbar. In Klammern, natürlich kann man aus dem letzten jetzt sehr gut schlussfolgern, wir müssen Solarenergie nutzen, das ist eine Zufuhr von hochgeordneter Energie, wenn wir es schaffen, die gut zu nutzen. Oder man kann natürlich auch die materiellen Kreisläufe versuchen zu schließen, wieder zu nutzen, um die materielle Begrenzung der Erde anzugehen, vielleicht zu umgehen. Aber hier auch, Thermodynamik sagt, dieser Prozess der Entropiezunahme ist linear oder ist sozusagen, geht in eine Richtung und ist nicht zurückholbar. Und genau das haben wir in der Ökologie auch. Viele Ökosystemfunktionen sind nicht einfach wiederherstellbar. Klassisches Beispiel tropischer Regenwald. Da würde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also Irreversibilität als ein zentrales Ausgangsmoment für die ökologische Ökonomie, neben dem der Begrenztheit der ökologischen Systeme. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Ausgangsmoment für die ökologischen Ökonomen, nämlich die Unsicherheit. Wir haben eigentlich im Wissenschaftssystem die Vorstellung, die Vision, dass wir es schaffen können, die Welt zu verstehen. Versteht man mich hinten schlecht? Ja, können wir auch machen. Wir müssen es vielleicht hier machen, damit die Mikros nicht durcheinander kommen. Okay. Ja? Oh ja, okay. Ich kann hier etwas leiser reden. Also die Idee der Unsicherheit oder des Unwissens. Und das ist quasi eine Abkehr von der Vision, dass wir letztendlich es schaffen werden, die Welt vollständig zu verstehen oder vollständig zu beschreiben mit den Mitteln der Wissenschaft.
Denn die, gerade aus der Ökologie kennen wir diese Einsicht in die Lückenhaftigkeit des menschlichen Wissens, Beispiel Biosphere 2, wo es eben, also dieser Versuch grandios gescheitert ist, das irgendwie zu managen. Und Kollege auch aus Deutschland, Malte Faber, hat hier so ein bisschen diese unterschiedlichen Arten dieser Unsicherheit und des Nichtwissens nochmal aufgezeigt und eigentlich damit den warnenden Finger erhoben, zu sagen, wir werden es nicht schaffen, letztendlich alle Systemzusammenhänge vollständig zu beschreiben und zu erklären, sondern wir müssen uns damit anfreunden, dass wir es mit Unsicherheiten immer da zu tun haben werden. Und das ist eine Erkenntnis, die auch in der Klimaforschung ziemlich breit inzwischen Einzug gehalten hat. Wer sich die Studien des IPCC anguckt, des Weltklimarats, wird sehen, dass es für viele der Aussagen Qualifizierungen gibt im Hinblick auf die Confidentiality, also die Vertrauenswürdigkeit oder auf die Wahrscheinlichkeit dieser Aussagen, wo sehr deutlich ist, dass es noch sehr viel Unsicherheiten gibt in vielen Bereichen. Und Malte Faber sagt hier, es gibt aber sehr unterschiedliche Arten von Unsicherheiten. Es gibt die, wo wir mögliche Ergebnisse von zukünftigen Entwicklungen kennen, aber wo wir entweder die Wahrscheinlichkeiten kennen, was natürlich gut ist, dann können wir sagen, wie beim Wetter, 60% gibt es Regen oder nicht, 40%. Das ist sozusagen das Risiko, was dann auch berechenbar ist, was auch für die Versicherung natürlich sehr gut und wichtig ist, letztendlich, dass es berechenbar wird. Aber Malte Faber sagt hier, es gibt auch Unsicherheiten, in dem Sinne auch unreduzierbare Unsicherheiten, wenn die Wahrscheinlichkeiten nicht bekannt sind. Also wenn man nicht genau sagen kann, ob es zu 10 oder zu 90% regnet oder ein klassischer Fall ist auch in der Klimaforschung diese Frage des großer, dramatischer Kipp-Effekte im Klimasystem. Vielleicht kennen Sie die Diskussion über das westantarktische Eisschelf, was ein riesiges Eisgebiet ist. Wenn das abbricht und ins Meer rutscht, haben wir einen großen Meeresspiegelanstieg oder auch die thermohaline Zirkulation, also die Zirkulation im Nordatlantik, wo der Golfstrom ja abtaucht und dann wieder sozusagen diesen Gegenstrom gibt. Wenn die nicht funktioniert, dann wird der ganze Golfstrom nicht funktionieren. Und das sind Mega-Ereignisse im Klimasystem, deren Wahrscheinlichkeit man nicht ganz genau berechnen kann oder vorhersagen kann. Also das sind Unsicherheiten in dem Sinne, Uncertainties. Aber Faber sagt auch, es gibt auch sowas, wo wir eigentlich ein prinzipielles Nichtwissen haben. Also wo wir die zukünftigen Ereignisse überhaupt nicht kennen oder auch nicht vorhersehen können in ihren Möglichkeiten. Und das ist hier mit dem englischen Wort Ignorance, also ich würde es deutsch übersetzen, Nichtwissen, prinzipielles Nichtwissen gekennzeichnet. Ich mache mir das immer ein bisschen deutlich. Es gibt so ein schöne Metapher von einem Wissenschaftler, der mit seinen Methoden eigentlich sowas wie eine Taschenlampe hat und bestimmte Bereiche eines Raumes, in dem er sich befindet, ausleuchten kann. Der Raum ist sonst dunkel und er kann immer nur in eine Ecke leuchten. Und an der Wand sind die ganzen erhellenden Formeln, die die Welt erklären, abgebildet. Und er kann immer sozusagen einzelne dieser Formeln sich angucken. Der Rest ist aber unklar. Den kennt er nicht und den kann er nie kennen, weil er mit dieser Taschenlampe immer nur in eine Ecke leuchten kann. Und es könnte auch sein, dass sich die Formeln währenddessen verändern, während er eine Formel sich anguckt, weil es eben dunkel ist da. Und diese Dunkelheit ist sozusagen ein bisschen sinnbildlich für die Komplexität der Prozesse, die Wissenschaft, auch die Naturwissenschaft sich anguckt häufig. Also das ist so ein bisschen die Warnung, Wissenschaft kann nicht alles hundertprozentig mit sicherem Wissen ergründen, sondern wir müssen anerkennen, dass es Bereiche gibt, wo menschliches Wissen nicht vollständig die Zukunft vorhersagen kann, wo es Lücken im menschlichen Wissen gibt und vermutlich auch immer geben wird.
Können Sie noch einen dritten Bereich? Und dann komme ich zu den Abschlussüberlegungen. Denn ich würde gerne noch kurz eingehen auf einem Feld, wo sehr schön diese Zusammenarbeit zwischen Ökologen und Ökonomen deutlich geworden ist und sehr fruchtbar geworden ist. Und viele der ökologischen Ökonomen waren in diesem Prozess beteiligt. Ich rede von dem Millennium Ecosystem Assessment, was 2003, 2005 beendet wurde. Das ist ein Assessment, also eine Begutachtung oder eine Berichterstattung über den Zustand der globalen Ökosysteme. Eigentlich analog zur Idee, und daher ist die Idee auch geboren, zum Weltklimarat, zum IPCC, wo eine Reihe von Konventionen, UN-Konventionen, zum Beispiel zu den Feuchtgebieten, zur biologischen Vielfalt, sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen eigentlich mal den Zustand der ökologischen Systeme besser verstehen. Und vor allen Dingen auch die Wirkung für den Menschen besser verstehen. Und deshalb haben sie viele Ökologen zusammengebracht, aber auch Sozialwissenschaftler, Ökonomen, die und sie in einen Raum gesetzt und gesagt, ihr müsst uns das jetzt mal zusammenbringen, wie ökologische Systeme und menschliche, also soziale und ökonomische Systeme zusammenhängen. Die Ökologen waren relativ schnell dabei, haben ihre Ecosystem Services ausgepackt. Das ist eine Diskussion, die eigentlich schon relativ, also etwas länger in der Ökologie läuft. Stärker auch über Ökosystemfunktionen, die verschiedene Funktionen im ökologischen System lange sich angucken und die dann mit dieser, es gibt verschiedene Systematiken, aber das ist eigentlich die mit am bekanntesten geworden ist, mit eigentlich vier Haupt Ökosystemleistungen aufgewartet haben, schon im Hinblick auf die Leistung für den Menschen. Zum einen die Provisioning Services, also die versorgenden Leistungen, das sind die unmittelbar einleuchtenden Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft, Wasser, Feuerholz, Holz insgesamt zur Verbrennen oder zur Baumaterial, aber auch natürlich sonstige Substanzen, genetische Ressourcen, die wir direkt nutzen. Und die unterscheiden sie von den Regulating Services, also die etwas indirekter uns zugutekommen, nämlich, dass wir in einem relativ stabilen Klima, meist Mikro, aber natürlich auch Makroklima leben, dass wir Krankheiten, dass sie meistens sich ganz gut regulieren, dass wir zum Teil fantastischen funktionierenden Wasserhaushalt, wenn man sich die Speicherkapazität von zum Beispiel Wäldern anguckt haben und ähnliches. Oder Pollination, also die Bestäubung durch Bienen oder Insekten, als sozusagen einen indirekten Dienst. Dann haben sie aber auch anerkannt, das ist was Ökologen eher schwierig finden, aber doch anerkanntermaßen auch wichtig, kulturelle Leistungen, die wir Menschen von Natur und ökologischen Systemen bekommen, nämlich ästhetische oder religiöse oder auch so ein bisschen die Idee, hier vor Ort zu sein oder diese ganze Idee der Bionik, wo man ökologische oder Vorbilder aus der Natur, klassisches Beispiel ist ja dieser Flugzeugflügel, übernimmt und in Technik übersetzt oder Lotusblüte mit ihrem Abperleffekt und ähnliches. Und darunter, sagen sie, gibt es Supporting Services, also unterstützende Dienstleistungen, die diese anderen auch nochmal direkt oder indirekt, und das sind ja verschiedene Kaskaden, die da auch zu denken sind, unterstützen, die Bodenformation, die Rezyklierung von Nährstoffen oder natürlich die klassische Primärproduktion von Gras, das dann von Tieren gefressen wird, die wir dann wieder konsumieren. Und also das war ein Bild, was die Ökologen sehr stark entwickelt haben. Dann wurde das genommen, ein bisschen zu gucken, wo sind eigentlich die Entwicklungsrichtungen dieser Ökosystem
Leistung. Sie sehen hier, viel mehr sollen Sie auch gar nicht sehen, die vielen roten Pfeile, soll sagen, die meisten dieser Leistungen zeigen nach unten, haben in den letzten Jahren eine Verschlechterung erfahren, bis auf hier oben Crops, also die Landwirtschaft, Livestock, also Viehhaltung oder Fleischwirtschaft und Aquakultur, also die Fischzucht. Die anderen mehr unterstützenden Systemleistungen sind alle eher auf der sozusagen abbauenden oder verschlechternden Pfad. Dann kam sehr stark die Frage an die Ökonomen, was sagt ihr denn dazu, mehr oder weniger? Und die das Ergebnis war, dieser Interaktion sehr stark auch zu gucken, wie profitieren eigentlich die Menschen von den, diesen Ökosystemleistungen. Nicht nur, und das ist sozusagen wichtig an dieser Abbildung, nicht nur durch die klassische Versorgung durch Lebensmittel, sondern auch in vielfältiger anderer Weise. Also die Elemente des menschlichen Wohlbefindens sind ja eben nicht nur, dass wir was zu essen haben, sondern auch, dass wir irgendwie gesund sind und irgendwie uns nicht dauernd in extrem gefährlichen Situationen bewegen müssen, dass wir ein bisschen Dach über dem Kopf haben, dass wir soziale Beziehungen haben, das ist hier betont, und ein bisschen Freiheit in der Entscheidungsfindung oder auch Mitwirkung in gemeinsamen Entscheidungen, politischen Prozessen und ähnliches. Das kommt sehr stark auch aus der psychologischen Forschung, aus der Zufriedenheitsforschung, wo sehr stark diese Elemente auch immer wieder diskutiert werden. Und die Idee hier, und das sollen diese vielen Pfeile zeigen, ist, dass wir sehr vielfältig von diesen Ökosystemleistungen profitieren und deshalb sozusagen die Fokussierung auf nur einen dieser versorgenden Leistungen extrem vereinfacht wäre und uns in große Probleme führt, wenn wir das nicht ändern. Jetzt hat sich dann die große Frage gestellt, ja, was macht man damit, wenn man sagt, okay, das ist vermutlich so, dass menschliches Leben in sehr vielfältiger Weise auf Ökosystemleistungen aufbaut und davon abhängt. Dann haben die Standardökonomen erstmal gesagt, okay, dann versuchen wir mal zu bewerten. Das ist der Standardansatz, viele Ökonomen sagen, wir müssen das in das monetäre Kalkül der Akteure, der Individuen hineinholen. Und es gab dann viele Studien, die sich auch mit den einzelnen Services beschäftigt haben und versucht haben, da dann monetäre Werte mit zu identifizieren. Es gab eine große Studie, die TEAP-Studie, The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity, die genau das versucht hat zu tun, um zu zeigen, wo eigentlich das ökonomische System abhängig ist von diesen ökologischen Systemen und in welchen Größenordnungen. Und das ist ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema unter ökologischen Ökonomen, weil zum einen es natürlich schön ist, wenn man einen monetären Wert hat. Also Bob Costanza ist stolz, dass er die meistzitierte Zeitschriftenveröffentlichung in der ökologischen Ökonomie hat, wo er nämlich einen Wert für die globalen Ökosysteme, 750 Billionen Dollar war das mal, Pi mal Daumen, errechnet hat. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele ökologische Ökonomen, die das grundsätzlich kritisieren, zu sagen, das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil es getragen ist von der Idee, dass wir letztendlich einen Marktwert und einen Preis kann eigentlich nur an einem Markt entstehen, wo Kauf und Verkauf zusammenkommen oder Angebot und Nachfrage. Und in vielen dieser Fälle gibt es keinen Markt, kann es vielleicht nie einen Markt geben und soll es vielleicht auch keinen Markt geben, weil viele der Güter nicht wirklich kommodifizierbar sind, also zu Gütern oder Leistungen machbar, die dann auch verkauft werden können. Und diese Diskussion gibt es nach wie vor und ist auch relativ stark. Gut, so viel vielleicht nochmal zu diesem Komplex Ökosystemleistung, der auch nochmal deutlich machen soll, diese Vielfältigkeit von Ökosystemen und ihren Leistungen für den Menschen und vor allem diese prinzipielle Abhängigkeit
Also eigentlich auch nochmal eine Qualifizierung dieser Idee der Grenzen des globalen Ökosystems, jetzt auch auf den verschiedenen funktionalen Ebenen, dass man sich das eigentlich da genauer angucken muss, wo, in welcher Weise wir Menschen und die Ökonomie, die uns ja versorgen soll, darauf aufbaut und zurückgreift. Letzter Punkt, kurz vor den Schlussfolgerungen, ist noch ein Bezug zur Wachstumsdebatte, weil das ist ja auch immer hier viel diskutiert und in der ökologischen Ökonomie sehr heiß diskutiert. Wie stellen wir uns zum Wachstum, zum Postwachstum? Herman Daly hat damals, also eigentlich auch sehr früh gesagt, Wachstum per se ist erstmal kein massives Problem, wenn es eben in den Bereichen der Small oder der Empty World ist. Aber wenn es natürlich an die Grenzen stößt, dann haben wir ein großes Problem. Und das hat er versucht, ein bisschen hiermit deutlich zu machen, dass es sehr schnell sein kann, dass wir in so ein von ihm genanntes unökonomisches Wachstum, uneconomic growth, kommen. Nämlich, wenn der marginal disutility, also die Schäden, die wir durch die Wirtschaftsleistung haben, weiter anwächst und mehr als den Nutzen, das ist hier in der marginal utility, die wir davon bekommen. Also wenn wir sagen, wir fangen jetzt an, wir nutzen die ersten Güter und dann haben wir eigentlich noch relativ wenig ökologische Schäden, dann haben wir großen zusätzlichen Nutzen von diesen ersten Gütern. Aber je mehr wir nutzen und je mehr wir damit auch Schaden verursachen, kommen wir in einen Bereich dieser Begrenzung. Und es kann gut sein, und das beobachtet kann man auch zahlenmäßig dann zeigen, dass es eine Reihe von Wirtschaften gibt, wo zusätzliches Wirtschaftswachstum nicht zu einem zusätzlichen Nutzengewinn geführt hat, sondern meistens zu einem Anwachsen der Schäden. Und das können auch soziale Schäden sein, wenn es zum Beispiel sehr starke Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt. Und das ist sozusagen die Warnung an alle Wachstumsgläubigen, zu sagen, ihr müsst gucken, wo ist eigentlich dieser Punkt überschritten, wo der Schaden größer ist als der Nutzen der letzten Einheit von wirtschaftlicher Aktivität. Und deshalb sind die ökologischen Ökonomen grundsätzlich kritisch zu einer Fortdauer quantitativen Wachstum, also einer rein auf das Bruttosoziale, Bruttoinlandsprodukt fokussierten Wirtschaftsweise, weil damit bisher, und das ist ja auch ein klassisches Argument von Nico Pech, es nicht geklappt hat, das Wirtschaftswachstum von materieller Ressourcennutzung zu entkoppeln, oder zumindest vollständig zu entkoppeln. So ist es meistens, hat das Wachstum zu mehr Ressourcenverbrauch geführt, und wenn wir in einer Full World sind, ist das langfristig katastrophal. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, was die ökologischen Ökonomen sehr kritisch sehen, sind die Zinssätze. Große Diskussion darüber, weil sie natürlich eine andere Zeitpräferenz nahelegen, also eine größere Gegenwartpräferenz, die es für Akteure wenig rational werden lässt, langfristig in die Zukunft zu denken und Naturressourcen vielleicht lieber erstmal nicht auszubeuten, sondern für zukünftige zu erhalten. Aber das sollte die Diskussion auch deutlich machen zu den Ökosystemleistungen. Menschliches Wohlergehen ist eben nicht nur abhängig von dem, was auf dem Konto ist, dem Einkommen oder dem Bruttoinlandsprodukt, was das Pendant ist auf der Produktionsseite, sondern eben auch sehr stark von sozialen Faktoren, gemeinschaftlichen Faktoren und ökologischen Faktoren und politischen Faktoren. In Klammern, deshalb haben viele ökologische Ökonomen auch mit anderen Messinstrumenten als dem Bruttosozialprodukt beschäftigt, also neue Messverfahren dazu entwickeln. Und deshalb redet Herman Daly und viele andere eher davon, wir brauchen eine qualitative Entwicklung und kein quantitatives Wachstum. Also Development statt Growth oder mehr diese qualitative Entwicklung, Weiterentwicklung statt qualitatives Wachstum. Ja, lassen Sie mich zum Schluss kommen.
Wir es vielleicht kurz zusammenfassen. Ich hoffe, vieles ist deutlich geworden, dass gerade im Verhältnis zur traditionellen Ökonomik, zur Neoklassenökonomik, die ökologische Ökonomie auf ein paar Charakteristika dieser, gerade der Natur, fokussiert, die in der traditionellen Ökonomik nicht gesehen werden und prinzipiell ausgeklammert werden, weil sie sozusagen das, den Denkansatz widerstreben. Also die Idee der absoluten Knappheit, das ist dieses Begrenzungsproblem absolut. Passt wenig in das ökonomische Denken, die sozusagen sehr stark eine Wachstumsfokussierung langfristig haben. Die Idee der Nicht-Substituierbarkeit oder Komplementarität von natürlichen Gütern und Dienstleistungen, also man kann sie nicht vollständig ersetzen durch künstliches Kapital. Und vielleicht auch, da bin ich jetzt nicht so stark darauf eingegangen, Idee von einem Eigenwert der Natur, das wären so spirituelle oder kulturelle Werte wie, oder Leistungen, wie wir es bei den Ökosystemleistungen angesprochen haben. Weil natürlich die klassische Ökonomie sehr stark vom Individuum aus denkt und alles, was dem Individuum oder den Individuen wert ist, in das Kalkül hineingenommen werden kann. Wenn es aber sozusagen nicht durch die Menschen und die Individuen, Klammern Konsumenten, selbst in Wert gesetzt wird oder Wert geschätzt wird, dann hat es keinen Eigenwert. Und das ist so ein bisschen die Kritik der ökologischen Ökonomen, dass so etwas wie ein Eigenwert der Natur wenig eine Rolle spielt. Können wir vielleicht auch noch kurz zurückkommen. Zweiter großer Diskussionspunkt, Zeit, Vorstellung von Zeit, die sich ja in der ökologischen Ökonomie sehr anders darstellt als in der Standardökonomie, wo wir nicht diese Reversibilität oder mechanistische Zeitvorstellung haben, sondern eben eine historische mit Irreversibilitäten, aber auch mit prinzipiellem Nichtwissen ausgestattet, sodass es natürlich eine große Herausforderung ist, überhaupt zu handeln, wie man in diesem angesichts von Unwissenheit oder Unsicherheit und Nichtwissen agiert. Und die Idee der Komplementarität, das hat sich ausgeführt, dass menschliches Wohlergehen nicht nur von materiellen oder Kapital abhängig sind, sondern eben sehr stark von den unterschiedlichen Systemleistungen, wie ausgeführt. Gut, und deshalb muss sich fern Credo der ökologischen Ökonomie die wirtschaftliche Entwicklung an diesen Systemeigenschaften auch der natürlichen Systeme orientieren und kann nicht sozusagen jetzt allein von Menschen aus denken, wie wir es gerne hätten, sondern muss eigentlich anerkennen, dass die Natur anders oder eigene Gesetzmäßigkeiten hat, als wir das vielleicht in ökonomischen Modellen annehmen oder gerne hätten. Gut, damit bin ich am Schluss und danke für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für viele Fragen zur Verfügung.